Hallo, lieber Skorpion, und willkommen zu einer neuen Legung für dich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Dankeschön, dass du zugeschaltet hast. Ich hoffe, so wie immer, dass es dir ebenfalls auch richtig gut geht. Lieber Skorpion, wir beide werden jetzt gemeinsam für dich herausfinden, was jetzt oder aber sehr, sehr bald demnächst auf dich zukommt, womit du konfrontiert wirst und was ebenso auch die wichtigen Hinweise sind für dich. Das hier ist ein zeitloses Orakel, das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo du es siehst, ab da gilt es. Vorausgesetzt natürlich, es ist deine Legung, weil das hier ist eine ganz allgemeine Legung. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Ja, normalerweise mache ich das jetzt so, dass ich dir die Verpackung des Kartendecks hier in die Kamera halte. Allerdings habe ich dazu kein Kartendeck mehr oder keine Verpackung, besser gesagt. Die habe ich damals weggeschmissen, weil die zu groß war. Und ich wollte Platz sparen, deswegen musste sie leider weg. Es ist auf jeden Fall das Anna-K-Tarot. Also Anna wie der Name und dann K-Tarot, ne? Okay, damit du schon mal Bescheid weißt, falls es dich interessiert. Jetzt würde ich sagen, lieber Skorpion, schau mal doch mal, was jetzt oder aber demnächst auf dich zukommt. Okay, Skorpion, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Okay, was kommt jetzt oder aber sehr bald demnächst auf das Kollektiv der Skorpione zu? Was kommt jetzt auf Skorpion zu? Skorpion. Skorpion, was kommt jetzt? Skorpion. Nummer 1. Es geht weiter. Skorpion. Bitte weitere Einsichten für das Kollektiv der Skorpione. Okay. Was kommt jetzt noch auf Skorpion zu? So, noch weitere Botschaften bitte für das Kollektiv der Skorpione. Noch eine Karte bitte, eine Karte für die Skorpione. Da ist sie. Okay. So, Skorpion, das Ganze lege ich dir erstmal ordentlich jetzt hier in die Kamera. Und dann legen wir los mit deinem Reading. Bin ich auch schon sehr gespannt. Mir kommt das jetzt hier irgendwie so vor, als wäre das hier ein bisschen weiter weg als bei den Sternzeichen zuvor. Kann aber auch täuschen, aber ist ja auch vollkommen egal. Hauptsache, du kannst es ordentlich sehen und ich ebenso. Okay, lieber Skorpion, ich beginne und zwar mit der Energie. Jetzt hier unten drunter, und da kann man sagen, das ist jetzt in Bezug auf das, was jetzt auf dich zukommt, die Hauptenergie, darum geht es im Großen und Ganzen. Es kann aber auch sein, dass es sich hierbei um verborgene Einflüsse handelt. Lass uns doch mal schauen, lieber Skorpion, was du hier also für eine Grundenergie hast. Und da haben wir jetzt hier die sieben der Kelche. Okay, lieber Skorpion, bei den sieben der Kelchen geht es um Themen wie zum Beispiel, ja, um deine Träume, deine Visionen, ja. Vielleicht ist es auch so, dass du momentan vor einer Entscheidung stehst und du mehr oder weniger die Qual der Wahl hast, ja. Dass du momentan überhaupt nicht weißt, okay, wie soll ich mich entscheiden? Was soll ich bloß tun? Was habe ich denn für Optionen? Ach ja, ich habe mehrere Optionen. Verdammt, was mache ich jetzt? Ne? Also das könntest du dir vielleicht momentan sagen. Ansonsten die sieben der Kelche ist wirklich ein Hinweis auf ja Träume, Visionen, aber ebenfalls auch manchmal Illusionen und Luftschlösser, die man sich ja ebenfalls auch baut. Ja, wir schauen mal drunter. Okay, da haben wir auch eine weitere sieben. Es sind ja auf jeden Fall die sieben der Münzen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, lieber Skorpion, dass es für dich auf jeden Fall darum geht, in Bezug auf eine Situation, die schon so ein bisschen auf sich warten lässt. Ja, das ist eine Situation, wo man auf jeden Fall Geduld haben muss. Ja, wo Dinge ebenfalls auch Zeit brauchen. Ne? Wir sehen hier jemanden, der hat gerade diese Münzen eingepflanzt. Und eh dann sozusagen jetzt hier in dem Fall Bäume daraus wachsen oder werden, das dauert ein bisschen Zeit, ja. Also es kann durchaus sein, dass du im beruflichen Bereich momentan vielleicht auch wirklich die Qual der Wahl hast. Oder dass du gegebenenfalls ebenso auch auf bestimmte Ereignisse vielleicht warten musst, lieber Skorpion. Beruflich gesehen kann es auch sein, dass du bestimmte Vorstellungen hast, dass du gewisse Erwartungen ebenso auch hast. Und da muss man ebenfalls schauen, okay, wie sich das Ganze hier nun wirklich entwickelt, ja. Also hier kann es wirklich sein, lieber Skorpion, dass du in einer Situation bist, wo du erstmal so ein kleines bisschen abwarten musst,
wie sich das Ganze entwickelt. Ne, weil das sind wirklich Energien von, man braucht ein bisschen Geduld. Ne? Okay, jetzt würde ich sagen, schau mir, was jetzt hier für dich rausgefallen ist. Ich beginne mit der ersten Karte, lieber Skorpion, und da haben wir für dich, das ist der König der Schwerter. Der König der Schwerter ist auf jeden Fall jemand, der ist sehr, sehr klar, sehr direkt, scharfsinnig und ebenfalls auch sehr intelligent. Kann also bedeuten, dass du es mit so jemandem zu tun hast. Oder aber vielleicht, dass du in dieser Energie bist. Der König der Schwerter ist oftmals ebenfalls auch sehr, sehr unnahbar. Ja, sehr unnahbar, sehr distanziert. Und das ist auch jemand, der auch ganz gerne rumexperimentiert, wo es möglicherweise um eine Verbindung geht. Oder ja, wenn es jetzt hier um Verbindungen geht, dann kann es durchaus sein, dass diese Verbindungen eher unterkühlt sind. Ja, oder dass sie sehr unterkühlt rüberkommen, wo man ebenfalls auch wenig Gefühl zeigt. Ne? Das ist hier die Energie des Schwertkönigs sozusagen. Also falls du vielleicht momentan in einer Beziehung bist, dann kann es sein, dass da momentan, ja, dass es da vielleicht ein bisschen eisig ist, dass da alles ein bisschen distanziert ist, dass es vielleicht auch offener ist, ne? Eine offene Beziehung, so etwas in der Richtung, kann ich mir bei vielen von euch jetzt aber allerdings nicht vorstellen, ja. Also, hier kann es wirklich sein, dass es da jemanden gibt, der relativ unterkühlt wirkt. Ja, es ist, ich habe auch das Gefühl, dass hier jemand von euch auf jeden Fall auch freiheitsliebend ist. Ja, also das nehme ich ebenfalls auch wahr für einige von euch. Wir gucken jetzt mal weiter, lieber Skorpion. Wir haben jetzt hier die Königin der Stäbe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich muss gestehen, ich habe diese Karte schon gesehen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, lieber Skorpion, dass du es hier durchaus mit jemandem zu tun hast, wo es momentan vielleicht ein bisschen schwierig ist, wo es eventuell Konflikte gibt, wo es Meinungsverschiedenheiten geben könnte, wo es zwischen dir und deinem Gegenüber einfach momentan sehr, sehr eisig ist, wo man sich sehr, sehr, ja, wo man sich eventuell zofft, wo man sich streitet, wo man, ja, also einer ist sehr, sehr unnahbar, während der andere nicht so ist, ja. Also ich muss sagen, grundsätzlich, die beiden passen schon ganz gut. Ja, die Königin der Stäbe, ja, die ist ebenfalls unabhängig, die ist selbstbewusst, die ist leidenschaftlich. Ja, und der König der Schwerter ist jemand, ja, der ist scharfsinnig, der ist freiheitsliebend ebenso auch, ne, und ebenfalls auch sehr, sehr verstandesorientiert. Ne, während diese Person hier eigentlich eher von Herzen heraus, aus dem Herzen heraus handelt, ne, die ist ebenfalls auch sehr warmherzig. Also normalerweise würde ich sagen, wie ich das eben schon gesagt habe, haben wir es hier mit einem Pärchen zu tun, was grundsätzlich eigentlich schon harmonieren sollte. Aber irgendwie nehme ich das Ganze dann doch nicht so wahr. Ja, dass es dann doch nicht ganz so harmoniert. Wir gucken mal direkt weiter. Das ist der Ritter der Schwerter, ganz genau. Ach so, habe ich ja gesagt, habe ich schon gesehen. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, den habe ich schon gesehen. Also, der Ritter der Schwerter, das ist jemand, der ist relativ rücksichtslos. Ne? Also ich habe das Gefühl zwischen dir und jemand anderen, und ich habe das Gefühl, lieber Skorpion, dass hier ein Gegenüber auf jeden Fall mit eine Rolle spielt bei dir. Ja, das kann die Königin der Stäbe sein, es kann aber auch dieser Schwertkönig sein, oder aber du hast es noch mit zwei weiteren Personen ebenfalls auch zu tun. Aber auf jeden Fall kann man hier sagen, durch den Schwertritter, dass hier eine sehr, sehr unterkühlte Stimmung gerade herrscht. Und der Ritter der Schwerter, also Ritter generell im Tarot, lieber Skorpion, sie symbolisieren Stimmungen, Launen, Impulse sozusagen. Also hier ist eine Stimmung sehr, sehr eisig, ja, sehr, sehr frostig, sehr unterkühlt zwischen dir und deinem eventuellen Gegenüber. Ja, es kann lediglich auch bedeuten, lieber Skorpion, dass du momentan noch etwas unterkühlt bist. Auch das kann durchaus der Fall sein. Ja, obwohl ich bei einigen von euch, oder besser gesagt, obwohl ich einige von euch dann doch schon eher als warmherzig empfinde und ebenfalls auch sehr leidenschaftlich. Ich meine, ja, Skorpione generell sind unglaublich leidenschaftlich, ja. Wenn die nicht, wer dann, ne? Wir gucken mal weiter. Das ist jetzt hier der Eremit. Ich habe hier ein Szenario. Also ich gehe jetzt wirklich sehr, sehr stark, lieber Skorpion, davon aus, dass es hier eindeutig um den zwischenmenschlichen Bereich geht. Allein weil wir hier bis jetzt wirklich drei Hofkarten haben. Ne? Ich habe das Gefühl, hier gibt es jemanden, der durchaus im Rückzug ist und dem anderen gefällt es eventuell nicht. Ich habe das Gefühl, hier hat sich jemand vom anderen distanziert, weil man hier eventuell wirklich seine Ruhe haben möchte, weil man keine Lust hat auf irgendwelche Streitereien, auf ein eventuelles Gezicke vielleicht auch.
Ja, also das ist das Gefühl, was ich hier richtig habe oder was mir hier richtig vermittelt wird. Hier ist man im Rückzug. Hier ist man gerade mit sich selber gegebenenfalls auch einfach allein. Ja, um vielleicht auch wirklich die eigenen Gedanken zu sortieren, um für sich zu fragen, okay, was wünsche ich? Wer bin ich? Wo möchte ich hin? Ja, beziehungsweise wer bin ich wirklich? Ja, weil der Eremit ist ja auch gespiegelt auf die Königin der Stäbe. Ja, entweder ist hier ein Gegenüber im Rückzug, aber ich habe das Gefühl, lieber Skorpion, dass das auf jeden Fall dich darstellt, egal ob du jetzt Mann oder Frau bist. Ja, ich habe das Gefühl, du bist hier gerade wirklich im Rückzug, weil es darf hier Klarheit reinkommen, Dinge müssen sich klären, Dinge müssen sich vielleicht auch erstmal ein kleines bisschen beruhigen. Vielleicht ist es auch so, dass du Rückzug brauchst, um einfach mal so ein bisschen die Luft rauszulassen, was sich im Laufe der letzten Tage, Wochen, Monate oder Jahre angesammelt hat. Ja, auch das nehme ich hier ganz, ganz stark wahr, lieber Skorpion. Ich nehme hier einen Rückzug wahr, oder wo es auf jeden Fall, also das ist der Rückzug, aber ja, nee, anders. Nochmal von vorn. Okay, ich habe das Gefühl, man ist hier im Rückzug, weil man hier wieder in seine Power kommen darf. Ja, weil man vielleicht auch ein kleines bisschen Abstand braucht. Was haben wir hier? Ja, ganz genau. Der Ritter der Münzen ist das hier. Noch ein weiterer Ritter. Es geht ja auf jeden Fall um Launen, Stimmungen und ebenfalls auch um Impulse. Wir haben jetzt hier einen weiteren Ritter und der hier ist ganz, ganz anders als der hier. Also hier haben wir es wirklich mit unterschiedlichen Energien zu tun. Ja, oder aber du hast es momentan wirklich mit unterschiedlichsten Energien zu tun, mit mehreren Menschen, die unterschiedlich drauf sind, die einen ganz anderen Charakter haben als du zum Beispiel. Ja, also hier sehen wir, oder hier sehe ich für dich, mehrere Menschen mit auch ebenfalls ganz unterschiedlichen Charakteren. Ja, wir müssen auf jeden Fall gleich mal schauen, wie sich das alles hier entwickelt. Ja. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf die Grundenergie mit den sieben der Kelchen. Es kann vielleicht auch sein, dass du die Qual der Wahl hast zwischen mehreren Menschen vielleicht. Ne? Vielleicht ist es so, dass du dich entscheiden musst zwischen zwei Menschen oder vielleicht auch drei Menschen. Ja? Oder aber, lieber Skorpion, es geht hier um ganz allgemein zum Beispiel irgendwelche Vorhaben oder im beruflichen Bereich, dass du mehrere Optionen auch ebenfalls hast. Ja? Das kann es ebenfalls auch bedeuten für einige von euch. Aber ich habe hier wirklich das Gefühl, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Ich habe hier jemanden, kombiniert Eremit mit Ritter der Münzen. Hier ist jemand eher gechillt. Hier sitzt jemand da, handelt erstmal nicht, ruht sich hier wirklich aus, sonnt sich, genießt das Hier und Jetzt. Während hier eigentlich eher Energien sind, die eher handeln und eher, die eher toben, sage ich ganz einfach mal. Ja, also hier sehen wir auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedliche Energien, lieber Skorpion. Und ich bin jetzt gespannt, wie sich das jetzt noch für dich entwickelt in den kommenden Karten. Also ich habe hier wirklich das Gefühl, entweder ist es so, lieber Skorpion, dass du von dieser Energie in diese hineinkommst, dass du sprich, also sprich, dass du jetzt wirklich ruhiger wirst, dass du deine Gedanken sammelst, dich zurückziehst in deine Höhle oder auch einfach mal ja, ganz alleine verreist, zur Kur gehst, was auch immer, um wieder zu Kräften zu kommen. Um hier deine Gedanken zu sortieren, um ebenfalls auch für dich Klarheit zu gewinnen, um dich ebenfalls von Umgebungen zu lösen und auch erstmal fernzuhalten, wo es etwas aggressiver ist, wo es etwas unterkühlt ist. Ja, ganz spannend. Das nächste Kartendeck, was ich jetzt verwende für dich, das ist das Guardian Angel Messages Tarot. Bin ich gespannt, was jetzt hier noch für weitere Karten für dich kommen. Aber ich muss sagen, für viele von euch habe ich jetzt hier wirklich das Gefühl, ihr seid hier umgeben mit mehreren Menschen oder ihr habt es zu tun mit verschiedenen unterschiedlichen Energien andauernd. Es kann noch etwas mit dir selber zu tun haben, lieber Skorpion. Ja, und wir befinden uns momentan noch allgemein in einer Zeit, wo einfach verschiedene Dinge hochkommen, wo einiges angeschaut werden darf, wo Dinge transformiert werden dürfen. Ja. Also ich habe hier eine Energie oder ja, erstmal eine Energie, die ein bisschen rücksichtsloser ist, ein bisschen, naja, nicht unbedingt euphorisch, das ist das falsche Wort. Ich habe hier jemanden, der sehr, 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 sehr stark fokussiert ist auf sein Ziel. Aber es entwickelt sich hier irgendwie nicht ganz so schnell wie gehofft. Ja, das kann es nämlich auch sein, lieber Skorpion.
falls du es ja nicht irgendwie oder unbedingt mit anderen Menschen zu tun hast, dann habe ich hier auf jeden Fall das Gefühl, dass du auf jeden Fall sehr, sehr klar fokussiert bist auf dein Ziel, aber etwas entwickelt sich nicht ganz so schnell. Ja, das sehe ich ja schon irgendwo mit dem Eremit und auch mit dem Ritter der Münzen und auch mit den Sieben der Münzen, die jetzt unter den Sieben der Kelchen waren. Ja, also ich habe das Gefühl, in deiner Situation ist hier schon auf jeden Fall Geduld erforderlich. Ja, weil sowohl der König der Schwerter als auch der Ritter der Schwerter, die sind auf jeden Fall sehr, sehr zielorientiert. Ja, die tun alles Mögliche, um ihr bestimmtes Ziel zu erreichen. Ja, also hier ist auf jeden Fall Geduld erforderlich. Es kann also ebenfalls auch sein, lieber Skorpion, dass du jetzt im Laufe der Zeit mehr oder weniger gezwungen wirst, einfach auch mal eine Pause zu machen. Ja, vielleicht ist es auch so, lieber Skorpion, dass du in der letzten Zeit sehr, sehr viel gearbeitet hast und nun wirst du hier gezwungen, dich mehr oder mehr, ja, dass du ja eine Pause zu machen, weil du sagst, okay, ich brauche Pause, ich brauche Zeit für mich, ich muss mich erstmal wieder nähren, mich um mich kümmern. Ne? Wir haben jetzt hier zweimal das Erdelement. Ja, weil der Eremit ist ja Jungfrau-Energie und Jungfrau ist ebenfalls ein Erdzeichen, wo es also ebenfalls auch wieder um dein Wohlbefinden, deine Gesundheit geht. Ja, ich sehe hier also einen Skorpion unter euch oder mehrere Skorpione unter euch, die durchaus sehr leidenschaftlich sind, aber auch unglaublich zielorientiert. Ja, wenn ihr euch etwas in den Kopf setzt, dann tut ihr alles Mögliche, um dieses ebenfalls auch zu erreichen. Ja. Durchaus sehen wir allerdings hier wieder, dass du jetzt wirklich demnächst sagen könntest, okay, ich muss mich jetzt trotzdem einfach mal zurückziehen und einfach auch mal eine Pause machen. Ja? Einen Schritt langsamer machen. Vielleicht ist es so, lieber Skorpion, dass du ebenfalls auch vor einem Burnout standest. Ja, weil dir Dinge über den Kopf gewachsen sind, weil du gesagt hast, okay, ich bin total gestresst, ich kann einfach nicht mehr. Ich brauche jetzt einfach mal eine Pause und mache jetzt wirklich langsamer. Ja, das habe ich hier auch. So, lieber Skorpion, es geht jetzt sofort weiter. Was kommt jetzt oder aber demnächst noch auf das Kollektiv der Skorpione zu? Skorpion, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Bitte weitere Botschaften, weitere Einsichten für die Skorpione. Was kommt jetzt noch auf sie zu? Eine Karte bitte für die Skorpione. Da haben wir sie. Oh, okay, die ist ein bisschen weiter weggeflogen. Warte mal, ich muss sie mal eben aufheben. Ich bin sofort wieder da. Okay, ich würde sagen, dass ich damit jetzt auch mal beginne. Wir haben jetzt hier für dich den Buben der Erde. Das ist der Bube der Münzen. Hier sehen wir auf jeden Fall jemanden. Es kann durchaus sein, dass du demnächst eine Nachricht erhältst. Aber die Karte vermittelt mir jetzt hier gerade für dich, dass es eher darum geht, dass du hier ein Angebot bekommen könntest. Ein berufliches Angebot oder ebenfalls auch irgendwas anderes, ja. Aber das kann jetzt das kann sich jetzt wirklich auf das Berufliche beziehen hier. Ja, der Bube der Erde, das ist generell wirklich jemand, der ist wissbegierig. Das ist jemand, der will lernen, der will lernen, wie man ein sicheres, festes Fundament aufbaut. Ja, also kann es ebenfalls bei dir wiederum wirklich um das Berufliche gehen. Ja, dass du jetzt wirklich sagst, okay, was kann ich also tun, um für mehr Stabilität in meinem Leben zu sorgen? Nicht nur unbedingt finanziell, sondern ebenfalls vielleicht auch, ja, was mit meiner Gesundheit zu tun hat oder ebenfalls was mit meiner Familie zu tun hat. Ja, und das ist jemand, der ist wirklich vorbereitet. Ich will es nicht unbedingt sagen, das ist ein Streber, aber es ist auf jeden Fall jemand, der ist wissbegierig. Ja, der lernt gerade, da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Ich würde sagen, wir gucken direkt, was jetzt noch für dich für Karten jetzt hier gekommen sind oder was ich jetzt hier für Karten für dich zeigen. Das sind jetzt hier die Fünf der Erde. Okay. Die Fünf der Erde sind die Fünf der Münzen und da geht es um Mangel. Da geht es um Sorgen und ebenfalls hier Assistance ist der Beistand. Ja, also kann es hier wirklich bedeuten, dass du in deiner Situation zum einen Beistand bekommst. Die Frage ist natürlich, lieber Skorpion, nimmst du es an? Weil schau mal, der Engel, der öffnet dir hier auf jeden Fall die Tür. Die Frage ist natürlich, gehst du durch? Das liegt an dir. Ja, also die Fünf der Münzen ist immer eine Karte vom Mangel, wo man sich Sorgen macht und wo man gerade ebenfalls durch schwierige Zeiten geht. Ja. Also kann es ebenfalls auch gerade sein, lieber Skorpion, dass du aktuell momentan wirklich auch durch
relativ schwierige Zeiten gehst, vielleicht auch wirklich bei dir familientechnisch, beruflich, finanziell, ja, oder aber wenn es auch um vielleicht Wohnungssuche geht, sowas in der Richtung. Also hier kann es momentan wirklich sein, dass es nicht ganz so einfach ist momentan, ja. Lass uns weiter gucken. Jetzt haben wir hier für dich, das sind die Acht der Erde. Die Acht der Münzen. Es geht hier also um Bildung, Weiterbildung, Fokus und ebenfalls auch Detail. Generell ist das hier auf jeden Fall die klassische Arbeitskarte. Also noch einmal, es geht hier eindeutig bei vielen von euch um den beruflichen und finanziellen Bereich. Es kann also sein, dass du dich vielleicht weiterbilden möchtest, dass du eine Ausbildung vielleicht machen möchtest, lieber Skorpion, dir aber vielleicht die notwendigen Mittel vielleicht fehlen. Ja, vielleicht sagst du dir, oh, ich würde so gerne diese Ausbildung machen, aber die muss ich selber bezahlen und ich weiß nicht so wirklich wie. Ja, ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es auf jeden Fall Lösungen geben wird. Ja, das ist das Gefühl, was ich habe. Ich habe das Gefühl, es gibt hier Lösungen. Ja, also ebenfalls auch nochmal berufliches Angebot, das könnte hier wirklich jetzt auch demnächst auf dich zukommen. Ja, möglicherweise noch einmal Schulbank drücken oder etwas vollkommen Neues, aber generell die Acht der Münzen, wie das hier schon dasteht, es geht ja um Fokus. Es geht hier also auch um die Details. Und bei den Acht der Münzen geht es ja darum, dass man schon sehr, sehr gut ist in dem, was man tut. Man ist hier also auf dem besten Weg, ein Meister zu werden. Also wo man vom Gesellen und nee, wo man vom Lehrling zum Meister wird sozusagen. Vom Lehrling zum Gesellen, so jetzt habe ich es. Ja, also das ist hier das, was man hier sehen kann. Lass uns jetzt nochmal die Karte angucken. Das sind die Neun des Feuers. Die Neun des Feuers, das sind die Neun der Stäbe und sie stehen ja für Schutz, für Vorbereitung und ebenfalls auch für Resilienz bzw. Widerstandsfähigkeit. Die Neun des Feuers ist immer ein Hinweis auf Verletzungen der Vergangenheit. Ja, also hier kann es wirklich sein, dass man oder dass du erstmal wirklich im Rückzug bist, um hier wirklich erst einmal Kraft zu sammeln oder ebenfalls auch erstmal einiges zu tun, um etwas dann zu haben, um etwas Bestimmtes dann für dich erreichen zu können, um etwas umsetzen zu können vielleicht auch. Ja, also das ist das, was ich hier wirklich wahrnehme. Weil ich nehme das hier wirklich so wahr, lieber Skorpion, dass du jetzt erstmal wirklich Dinge sammelst, wie zum Beispiel Erfahrungen oder vielleicht auch Geld, ne, um dir etwas Bestimmtes leisten zu können, wie zum Beispiel einen Kurs, einen Online-Kurs, eine neue Ausbildung, so etwas in der Richtung. Ja. Oder wo du jetzt erstmal dich wirklich erstmal weiterbildest, viele Bücher liest. In Bezug auf dein Thema, ja, also das habe ich hier ebenfalls auch. Lass uns jetzt mal weiter gucken mit dem nächsten Deck. Und da muss ich mal eben ganz kurz schauen, was ich jetzt hier für die Skorpione nehme, für ein Kartendeck. Okay, ich verwende jetzt für dich das Energy Oracle. Da bin ich mal gespannt, was ich jetzt hier für Energien zeige für dich. Okay, also was mir jetzt hier ebenfalls auch gerade reinkommt, ich habe schon das Gefühl, dass du Optionen hast. Du hast Optionen, du hast Möglichkeiten. Ja, jetzt kommt die Botschaft. Okay, also du hast Möglichkeiten, du hast Optionen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es da etwas gibt, was dir momentan nicht erlaubt, diese Gelegenheit irgendwie zu ergreifen. Es ist wie, als ob du momentan so mehr oder weniger flachgelegt, also lahmgelegt wirst. Ja, wie so nach dem Motto, mach jetzt einfach eine Pause. Ja, um dich hier wirklich erstmal zu stärken, weil es gibt hier einen bestimmten Mangel. Ich habe wirklich den Eindruck, du wirst mehr oder weniger gezwungen, lieber Skorpion, eine Pause zu machen. Generell kann das natürlich auch bedeuten, dass du dich selber zurückhältst. Ja, dass du sagst, okay, ich bin vielleicht noch nicht ganz so weit und ach, soll ich das wirklich machen? Ja, ich habe das Gefühl, einige von euch, ihr seid doch erstmal so ein bisschen in diesem Beobachtungsposten, in diesen, ja, in diesen Abwarten, um einfach erstmal zu schauen, okay, wie entwickelt sich das Ganze? Ja, also so nehme ich das hier ebenfalls auch wahr. Okay, bitte weitere Einsichten jetzt für die Skorpione, was jetzt oder sehr bald noch auf sie zukommt. Bitte weitere Infos jetzt hier für die Skorpione. Weitere Infos für Skorpion, was jetzt auf sie zukommt. Das ist im Prinzip das, was ich schon mehr oder weniger befürchtet habe.
Bitte weitere Einsichten. Weitere Einsichten jetzt für das Kollektiv der Skorpione. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass einige von euch, ihr wollt irgendetwas umsetzen, ihr wollt irgendetwas machen, aber irgendetwas fehlt hier. Die Energie, Ressourcen, vielleicht auch die Finanzen. Ja, also so fühlt sich das Ganze an. Also du willst ja auf jeden Fall anscheinend, okay, noch eine Karte bitte jetzt hier für Skorpion. Was kommt jetzt noch auf Skorpion zu? Noch eine Karte bitte, eine Karte jetzt noch hier für die Skorpione. Du hast ja auf jeden Fall einige Botschaften, ne? Also die will hier auf jeden Fall. So, alles klar. Skorpion, ich muss jetzt mit der Karte anfangen, die ich jetzt zu Beginn schon gesehen habe. Das ist die Karte der Feindseligkeiten. Das passt leider auch so ein kleines bisschen zu den Schwertrittern. Ja, beide Energien stehen schon mehr oder weniger wirklich für Feindseligkeiten. Also es kann hier wirklich bedeuten, dass du es momentan mit Feindseligkeiten, mit Stress, mit Streitereien auf jeden Fall zu tun hast. Oder generell wirklich mit jemandem, der vielleicht streitsüchtig ist. Ja, der dich verbal angreift vielleicht auch. Ne, der dir in irgendeiner Art und Weise vielleicht Schaden zufügt oder auch Schaden zugefügt hat. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich sehe. Ich habe das Gefühl, ja, es geht, das ist eine Situation, da hast du ganz schön dran zu knabbern. Vielleicht auch wirklich körperlich, weil ich habe hier ganz, ganz stark bei vielen von euch jetzt den Körper im Vordergrund. Wenn du also irgendwelche körperlichen Symptome hast, lieber Skorpion, dann bitte geh zum Arzt, ja, weil ich bin hier nur eine Kartenlegerin, ne? Also hier sieht man auf jeden Fall, ja, es gibt hier gewisse Feindseligkeiten, ein bisschen Stress. Hier ist jemand auf jeden Fall auf Krawall gebürstet. Entweder dein Gegenüber oder vielleicht bist du auch momentan so in so einer Energie, ja? Wir gucken mal weiter. Da haben wir jetzt hier die blühende oder erblühende Fülle in umgekehrter, in umgekehrter Lage. Das ist im Prinzip eine ähnliche Botschaft wie bei dem Fünf der Münzen. Also hier kann es wirklich sein, dass hier ein bestimmter Mangel auf jeden Fall angezeigt wird. Ein eventueller finanzieller Mangel. Ja. Oder ebenfalls kann es auch sein, dass es dir momentan ebenfalls an Vitalität, an Leidenschaft oder an innerem Feuer auch generell momentan etwas mangelt. Auch das kann jetzt hier wirklich der Fall sein, lieber Skorpion. Ich habe auch das Gefühl, für einige von euch gibt es momentan Streitigkeiten bezüglich der Finanzen. Das kann so etwas sein wie Sorgerecht, Unterhalt oder einfach mit Ämtern und Behörden. Ja, also das kann jetzt hier wirklich auch damit gemeint sein. Lass mal sehen, was du für eine Energie drunter hast. Da haben wir jetzt hier das dritte Chakra, Erzengel Shamuel. Das dritte Chakra ist dein Solarplexus, das ist deine Willensstärke, deine innere Sonne sozusagen, deine Kraft, ja. Und ich habe hier das Gefühl, dass die Karten jetzt hier schon sagen, ja, du kommst immer mehr und mehr jetzt auch in deine Kraft, weil es ja für dich auch darum geht, sich hier zurückzuziehen und hier einfach ebenfalls auch Kraft zu tanken, ja. Vielleicht sagst du dir wirklich, okay, es ist an der Zeit, dass ich mich jetzt einfach mal eine Weile zurückziehe, um hier wieder in meine Power zu kommen, ja. Also, was haben wir hier? Noch ein Chakra, das ist das sechste, das dritte Auge-Chakra mit Erzengel Metatron. Bei dem dritten Auge geht es auf jeden Fall um deine Eingebungen, es geht um deine Visionen. Vielleicht ebenfalls aber auch sogar deine Träume. Hier wird auf jeden Fall gesagt, lieber Skorpion, höre bitte auf deinen Instinkt, höre auf deine Eingebungen. Ja? Was haben wir hier? Die Karte muss ich mir auch noch anschauen. Ja, Aktion umgedreht. Also mir wird ja auf jeden Fall etwas vermittelt oder Energien vermittelt von, man möchte so gerne aktiv werden, aber man kann irgendwie nicht. Ja, also das ist hier ganz interessant. Man möchte so gerne aktiv werden. Man hat hier gewisse Visionen, man hat hier gewisse Träume vielleicht auch, aber man kann einfach momentan nicht, weil es hier an etwas mangelt, weil etwas fehlt. Ja, entweder wirklich die notwendigen Ressourcen, Zeit, Energie oder momentan, weil du einfach das Gefühl hast, okay, gesundheitlich klappt es vielleicht auch momentan nicht ganz so. Ja, also hier sehen wir momentan wirklich Energien von, man möchte gerne, aber man kann nicht. Ja, also das ist hier ganz, ganz interessant. Das letzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, das ist das Lektionen deiner Seele von James van Praag, Orakel. Ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, lieber Skorpion, dass die Karten dir hier sagen möchten, ja, du wirst gerade richtig lahmgelegt.
Vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl, alles sind gegen mich, mir werden hier wirklich Steine in den Weg gelegt. Dann aber nur, weil es darum geht, für dich langsamer zu machen, um hier wieder auch in deine Kräfte zu kommen. Hier dauert etwas länger als geplant. Das ist das, was ich hier ganz, ganz klar fühle. Ja? Eine Genesung zum Beispiel, ein Gesundwerden, eine Gesundung, eine Genesung, ja? Das habe ich hier bei vielen von euch so ein bisschen im Gefühl. Oder generell, wenn es zum Beispiel jetzt auch darum geht, etwas Berufliches aufzubauen, da sieht man auch, ja, hier ist wirklich Geduld gefragt bei dir. Ne? Das lässt sich jetzt nun mal wirklich nicht abstreiten. Ne? Okay. Ja, das kann auch deshalb sein, dass du vielleicht da momentan auch so ein bisschen angriffslustig bist, weil da eben nicht ganz so die Dinge sich nicht ganz so entwickeln, wie du es ganz gerne wünschst, momentan vielleicht auch. Ja, das kann man absolut verstehen. Aber pass hier ein bisschen auf, lieber Skorpion, dass du hier nicht andere verletzt, weil du verletzt bist. Ja? Oder weil etwas nicht so klappt, wie du es ganz gerne gehofft hast. Weil diese Warnung habe ich hier so ein bisschen bei einigen von euch. Ja? Etwas geht nicht ganz so schnell, wie man das ganz gerne hätte, weil man sich aus irgendwelchen Gründen zurückziehen muss, weil man den Kürzeren zieht, weil man sich ausruhen muss, weil etwas fehlt auch eventuell, ja, also das sieht man hier. Okay, es geht weiter, Skorpion. Was sind jetzt hier noch die letzten Botschaften für dich? Das sind so viele Möglichkeiten, die du hast. Das sind so viele Optionen. Du hast so viel möglicherweise auch im Kopf oder im Sinn, aber du kannst vielleicht auch eventuell gerade nicht, ne? Also das ist, ja, das ist ärgerlich auf jeden Fall, ne? Okay. Was sind die letzten Botschaften? Was sind die letzten Botschaften für das Kollektiv der Skorpione? Okay, was sind jetzt hier die Botschaften für Skorpione? Was kommt jetzt noch auf die lieben Skorpione zu? Sonne, Mond, Aszendent, Venus, Skorpion. Skorpion, Sonne, Mond, Aszendent. Venus Nummer 1, 2, 3 und 4. Ja, ich hatte wirklich das Gefühl, dass es 4 Karten sein wollen. Die eine muss ich mal eben ganz kurz aufheben. Okay, mit der muss ich jetzt auch anfangen, weil ich die schon gesehen habe. Wir haben jetzt hier für dich die Karte Frieden. Oh, warte mal, sind hier ein paar. Okay, ich bin ein Wesen der Liebe und lasse alle negativen Energien los. Ja, also ich habe das Gefühl, momentan sind einige von euch hier umgeben von negativen Energien. Entweder weil du schlecht drauf bist oder aber weil du es mit Menschen zu tun hast, die generell angriffslustig sind, die streitlustig sind vielleicht auch oder allgemein, die wirklich total negativ eingestellt sind. Ne, das kannst du sein und oder deine Umgebung, deine Mitmenschen sozusagen. Und deswegen wird hier schon so ein bisschen darauf hingewiesen, sorge dafür, lieber Skorpion, dass du friedvoll eingestellt bist. Egal wie es im Außen momentan ebenfalls auch aussieht. Ja, gewisse Dinge brauchen Zeit. Das hat hier alles auch einen Sinn, lieber Skorpion. Du wirst hier nicht bestraft. Ja, okay, was haben wir drunter für dich? Bedauern. Okay, ich weiß, dass ich die Vergangenheit nicht ändern kann. Also es kann hier bedeuten, dass du irgendetwas vielleicht momentan bedauerst. Irgendeinen Streit, irgendeinen Verlust vielleicht aber auch. Oder weil du dich vielleicht selber nicht gut genug behandelt hast. Oder. Ne, das weißt du jetzt wirklich am besten. Aber hier sieht man, dass es vielleicht wirklich so ist, dass du hier etwas Bestimmtes bedauern könntest, weil du in der Vergangenheit einen bestimmten, ja, Fehler gemacht hast. Ja? Okay, was haben wir hier für dich? Das ist die Karte der Fülle. Ich bin grenzenloses Sein und kann in dieser materiellen Dimension alles erschaffen, was ich mir wünsche. Nur das Problem ist momentan bei dir, lieber Skorpion, dass einige von euch hier wirklich momentan im Mangel sind. Ja, vielleicht ist es aber auch so, lieber Skorpion, dass du dir gewisse Dinge auch einfach nicht zutraust. Ja, du traust dir eventuell etwas Bestimmtes momentan einfach auch nicht zu, weil du denkst, okay, ich bin noch nicht so weit, ich brauche erst das und das noch, ich brauche noch diese und jene Ausbildung, ich muss erstmal das und das können. Ja, das ist momentan ebenfalls auch vielleicht das, was dich aktuell von der verdienten Fülle eventuell wirklich fernhält. Ja, dieses Mindset, diese Glaubenssätze auch eventuell. Ja, weil die 5 der Münzen, und die hast du ja hier. Das ist auch oftmals, da geht es auch oftmals um ein negatives Mindset, um dieses Mangelbewusstsein. Ja. Was hier anscheinend wirklich einige von euch momentan haben.
Okay, was haben wir hier? Dienen. Es geht mir gut, wenn ich anderen dienen kann. Ja, das kann jetzt ein Hinweis darauf sein, natürlich anderen zu dienen, aber ich habe das Gefühl, dass es für viele von euch hier erstmal darum geht, euch selber zu dienen, dir selbst das zu geben, was du aktuell gerade wirklich brauchst, lieber Skorpion. Ja, weil ich habe hier durchaus einige von euch, dass ihr euch schon in gewisser Weise aufgeopfert habt. Für eure Familie, für eure Kinder, für euren Job. Ne? Das kann jetzt ebenfalls auch damit gemeint sein. Generell wird hier ebenfalls auch gesagt, bekomme ich jetzt noch eine Botschaft für dich rein, die hier wirklich lautet, wenn du dienst, wenn du von Herzen heraus dienst, ja, dann kommt hier ebenfalls auch die Fülle. Wenn du Dinge tust, die du liebst und wenn du wirklich selbstlos anderen dienst, dann kommt ebenfalls auch die Fülle. Was haben wir hier? Erfolg. Ich weiß, dass zu lieben das höchste aller Ziele ist. Also, ja, viele sagen ja, Liebe ist wirklich alles. Ja, trotzdem habe ich das Gefühl, ja, Erfolg ist auf jeden Fall dein. Ich habe auch das Gefühl, lieber Skorpion, dass die Karten, die hier wirklich sagen wollen, deine Situation wird auf jeden Fall erfolgreich gelöst. Du wirst in deiner Situation auf jeden Fall erfolgreich sein. Ja. Auch wenn es darum geht, negative Energien zu verlassen oder ebenfalls auch generell loszulassen. Aber es geht hier ebenfalls auch darum, ja, Liebe. Selbstliebe nehme ich auch ganz, ganz stark wahr für dich. Selbstliebe, sie, dich selber so zu akzeptieren, wie du wirklich bist und dir selber auch Gutes tun. Das ist hier wirklich die Hauptbotschaft, die ich ganz, ganz klar wahrnehme. Lieber Skorpion, ich danke dir ganz, ganz doll fürs Zusehen und ich wünsche dir ja eine wunderschöne Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss!